Ich bin groß geworden in einer Familie mit 6 Kindern. Da fällt Wäsche an, zwar viel. Und meine Eltern, meine Mutter, die hatten zu Hause eine gute, stabile, reparierbare Waschmaschine, 20 Jahre gehalten, bei 6 Kindern. Und zum Schluss war es dann so, dass der Mechaniker Ersatzteile irgendwo organisiert hat. Das gibt es heute nicht mehr. Das ist ein Thema und ein Problem. Und ja, geplante Obsoleszenz oder wie soll man das nennen, in Kauf genommen ist auch ein geplantes Kaputtwerden von Dingen. Dafür gibt es rechtliche Schranken und Hürden auch in Österreich. Das ist aber nicht ausreichend. Warum? Weil wir, wie bei so vielen Fragen, anderswo auch europäische Regelungen brauchen. Wir sind einfach in einer Situation einer globalisierten, vernetzten Welt, wo es nicht ausreicht, auch nationalstaatliche Regelungen zu treffen, sondern Konsumentinnenschutz auch grenzüberschreitend EU-weit zu begreifen. Und dem Herrn Semmer ja nicht vorgreifen, er wird dazu was sagen. Wir unterstützen das sehr, diese europäischen Richtlinien in dieser Frage zustande zu bekommen. Es ist nicht nur eine Frage der Ressourcenverschwendung, es ist eine ethische Frage, es ist auch eine soziale Frage. Weil, wer ist denn davon betroffen? Menschen mit geringem Einkommen oder in schwierigen sozialen Situationen wieder einmal mehr als andere. Das heißt, es ist eine Umweltfrage, es ist eine ökologische, eine soziale und eine ethische auch, wo es darum geht, da auch gegenzusteuern.